Also ich habe gedacht, ein Wohnzimmer und ein Kinderzimmer. Mit jeder Ziegelstein so quasi wächst die Spannung. Hier haben wir die Möglichkeit gehabt, also nicht kleckern, sondern klotzen in Anführungszeichen. Aus alt mach neu. Drei Bauherren haben dem Wandel Form gegeben. Neues Wohnen in der Altstadt, im Gewerbegebiet und in der Scheune. Drei Beispiele zum Thema Traumhaus. Bauen im Bestand. Am Bahnhof, so lautet die Adresse mitten im Nirgendwo zwischen Holledau und Donaumoos, die sich ein Künstlerpaar zum Verwirklichen seines Traums vom Eigenheim wählte. Draußen ein einsames Wirtshaus. Innen eine 46 Meter lange Halle. Und weil das Bauherrenpaar nach je eigenen Prinzipien lebt, engagierte es für den Umbau gleich vier Architekten. Erstens Martina Günther und Jan Schabert, München. Ihr Entwurf siegte. Wir planen hier für zwei Künstler, einen Künstler und eine Künstlerin, ein Paar, ein Haus zum Wohnen und zum Arbeiten, zwei Ateliers und einen gemeinsamen Wohnbereich. Zweitens Markus Meyer und Katrin Peters-Rentschler, ebenfalls München. Aufgabe Mitorganisation. Ich glaube, hier entsteht ein Lebensmittelpunkt für zwei ganz unterschiedliche Charaktere, die von ganz unterschiedlichen Enden der Welt kommen. Claudia Schneider kommt aus Südafrika. Professor Norbert Prangenberg ist Rheinländer. Auch sonst sind die beiden ziemlich verschieden. Er legt Wert auf Licht und Platz, um unordentlich sein zu können. Sie findet die Wälder außenrum ein bisschen bedrohlich, will jedenfalls viele Gästezimmer sowie ein Archiv. Und beiden fällt es noch schwer, das Geplante vor sich zu sehen. Also hier kommt eine Wand und da soll ein Fenster rein in die Garderobe denn von Claudia. Also ich könnte mir nie vorstellen, jetzt in so einem Siedlungsgebiet zu bauen. Das ist auch vielleicht ein Grund dafür, dass ich nie an Neubau gedacht habe. Weil diese ausgewiesenen Gebiete finde ich wirklich schrecklich. 600 Quadratmeter misst die Halle. Traktoren wurden hier früher repariert. Manchmal, wenn ich die von draußen sehe, denke ich immer noch, was für ein unmögliches Gebäude das ist. Aber wo ist denn das Schlafzimmer? Ach, das ist dahinter. Irgendwie finde ich es sogar vielleicht ein bisschen reizvoller, wenn es schon so ein bisschen was da ist, mit dem man denn umgehen kann. Die Antwort der Architekten auf die unterschiedlichen Lebensstile, strikte Teilung. Nach Arbeiten und Wohnen, nach Ehe und Sie. Und mein Bad ist denn da? Wir haben ja auch so ein bisschen so getrennt. Ich, Claudia hat ein Bad, ich habe ein Bad. Und weil wir so andere Ordnungsprinzipien haben. Weil ich will unbedingt ein Bad als Raum. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Nein, Claudia, also mir ist unser Schlafzimmer, wenn da so eine durchlöcherte Wand ist, das finde ich nicht schön. Und ich wollte zum Beispiel immer so, ich träume immer von so einer Kleiderkammer, also wo Waschmaschine und so alles zusammensteht. Ich weiß auch nicht, ich glaube, eine Tante von mir, die hatten früher sowas in so einem Bauernhof oder so. Ich kriegte dann den Ruf, ich wollte überall ein Klo und noch ein Klo und noch ein Klo. Und jetzt, ja, da hatten wir Probleme, dass, wieso so viele Klos. Aber ich denke mir, wenn man die Gästezimmer hat, dann brauchen die auch ein Klo. Aber jetzt gehen sie die Treppe runter und da ist dann gleich ein Klo für die. Das Umbaukonzept sieht vor, dass Außenmauern und charakteristische Details der 50er-Jahre-Halle bleiben. Um die Innenaufteilung wird noch gerungen, jeden Montag zu sechst, beim Jour fix. Da muss das Fenster da sein, dass ich da oben rausschauen kann. Ja. Ich denke mal, so 1,50 ist nicht verkehrt. Ja. Der Kunstprofessor würde gern von der Badewanne aus ein Stück vom Himmel sehen. Da kannst du noch drüber gucken? Ja. Es ist März, noch drei Monate bis zum geplanten Einzug. Nee, du bleibst, wo du bist. Dachau, ein Baum und ein Haus, mitten in der Altstadt.
Der Baum ist eine Linde, ein Naturdenkmal. In seinem Schatten stand früher ein kleines Abbruchhäuschen. Die bebaubare Fläche ist schmal. Die Bauherren, hier zugleich Architekten, machten diesen Baum zu ihrem Leitmotiv und mussten anschließend fast 2 Jahre lang auf die Baugenehmigung warten, was die beiden auch taten. Architekten mögen keine Kompromisse. Zumal, wenn es Professoren sind. Die Namen Dorothea Feutländer und Konrad Defner. Ja, wir haben gedacht, dass der Baum das Wichtigste ist und das Haus einfach neben dem Baum stehen muss und eine Korrespondenz zwischen Haus und Baum gefunden werden muss. Und deswegen haben wir von Anfang an irgendwie fürs eigene Haus den Arbeitstitel Baumhaus gehabt. Wir wussten noch gar nicht so genau, worauf wir raus wollten. Die angestrebte Korrespondenz von Haus und Baum übersetzten Feutländer und Defner in einen Dialog von Wirklichkeit und Abbild, indem sie das Geäst der Linde abfotografierten und verwandelten in eine rund ums Haus verlaufende spektakuläre Projektion. Die Basis GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, den gibt es im Prinzip schon seit den 70er Jahren. Liegt es hier? Ja. Dass ich mir schnell den Ding anschauen. Ja. Ich schiebe mir jetzt hier rüber. Eine Kopie. Ja, schau, da passt der Anschluss. Ihr selbst entwickeltes Verfahren hatten Feutländer und Defner zuvor schon an einem kleinen Zweckbau getestet. Auch damals in Zusammenarbeit mit dem Kunststofftechniker Colin Patterson. In Handarbeit entstanden aus Glasfaser und Kunstharz stabile Platten. Dazwischen kam die auf Spezialpapier übertragene Fotografie. Insgesamt 150 solcher GFK-Platten waren einzeln zu fertigen. Zeitspanne für Produktion und Montage ein halbes Jahr. Also ich glaube, wir hatten als Fassadenmaterial ungefähr 5 verschiedene Versionen. Es hat sich, glaube ich, jeden Monat geändert. Colin Patterson ist Australier und eigentlich Surfbrettbauer. Man muss sich irgendwie selber beibringen, wie es geht. Das Problem ist, dass ich selber keine Ahnung habe, wie es laufen soll. Das Ganze ist insofern ein großes Experiment, weil das Material glasfaserverstärkter Kunststoff überhaupt noch nicht im Fassadenbau erprobt ist. Und damit auch nicht die Wetterbeständigkeit. Ich meine, aus diesem Material würden Yachten gebaut. Und die sind in Dauereinsatz im Wasser. Hier steht es im Prinzip in die trockene Luft. Europa ist relativ cool. Das Harz, was wir hier verwendet, ist UV-stabil mit einer UV-stabilen Oberschicht. Das heißt, wir sind eher auf die sichere Seite. Ich denke, ich vermute, das Ding wird sich besser verhalten, als die meisten Leute denken. Wir machen jetzt unsere eigene Langzeitbewitterung. Eine Baumprojektion auf einer Kunststoffhaut, daneben der echte Baum, ergänzt von Glasfenstern, die diesen Baum reflektieren. Das Dachauer Fassadenexperiment war aufwendig und teuer. Und der Innenausbau? Dazu später mehr. Wir gehen nach Dorfen, nahe Traunstein. Und zu Rainer Hoffmann sowie dem von seiner Frau geerbten ehemaligen Stall. Erfahrung vor dem Projekt? Keine. Also man wächst in die ganze Sache rein, man fängt an, überlegt, kann man es nicht. Und man sieht dann, wenn man den Willen hat und so, das geht schon irgendwie und dann geht es Stück für Stück weiter. Der Stall, Baujahr 1864, gehört zu einem 500 Jahre alten Dreiseithof. Das Bundwerk ist denkmalgeschützte Chiemgauer Zimmermannskunst. Rainer Hoffmann und Petra Huschka sind Innenarchitekten. Ihr Plan? Wir wollten einfach in eine bestehende alte Architektur, moderne Architektur einbringen und das auch so ausbauen, dass wir als Innenarchitekten einfach auch unseren Traum damit erfüllen. Ein Rückblick, vom Bauherrn selbst gedreht. 140 Quadratmeter misst der Heuboden oben.
Gemeinsam mit Freunden wurde er ausgebaut zur Wohnung. Nur die äußere Holzhülle blieb aus Denkmalschutzgründen stehen. Wir haben eben versucht, den Raum so offen wie möglich auch weiterhin zu gestalten. So offen wie möglich heißt, nur für das Nötigste wurden Nebenräume abgezwackt, als Einbaublock in der Mitte. Es gibt natürlich bestimmte Grenzen, also das heißt Toiletten, WCs, Gästezimmer, das mussten wir natürlich abteilen. Weil ich glaube, kaum ein Gast wird da irgendwie Freude dran haben, dass er an unserem Leben teilnimmt die ganze Zeit. Nur West- und Südseite durften verändert werden und wurden es wegen des Panoramas. Die beiden Buntwerkseiten blieben tabu. Also auf dieser Nord- und Ostseite, das ist unserem Entwurf eigentlich ziemlich entgegengekommen, dass es denkmalgeschützt ist. Wollten wir gar nichts ändern. Moderne Details aus Holz und Stahl signalisieren außen die neue Nutzung. Und dann, wenn man reingeht, dann spürt man, was los ist in dem Gebäude. Wo zuvor der Lagerraum war, führt nun eine Treppe nach oben. Der Wohnbereich sollte offen werden und hell. Und deswegen halt die Öffnung in die beiden anderen Seiten, auf die anderen beiden Seiten Richtung Berge. Kampenwand und Watzmannblick sind hier bei schönem Wetter inklusive. Vor zu viel Sonne schützen mobile Holzjalousien. Und in Niederarmbach gibt es unterdessen nun bald ein Richtfest. Die Rohbauarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, doch die Maurer werkeln zügig. Und die Raumwertung nimmt langsam Gestalt an. Ich bin ein bisschen überrascht, manche Räume haben doch eine andere Dimension, andere Größe. Aber ich bin an sich schon ganz beeindruckt. So. Oder auch nicht, je nachdem. Aber es kommt mir eigentlich immer alles kleiner vor, als ich dachte. Ich dachte zuerst, alles wird so riesig groß. Auch hier gibt es einen neu eingebauten Mittelblock für Bäder, Kleiderkammern und darüber die Gästezimmer. Alt und neu sollen ablesbar und die Einbauten ebenso roh wie die Halle bleiben, sagen die vier Architekten, die sich um die Gewerke kümmern und um die eigene Kooperation. Ich meine, Architekten müssen ja teamfähig sein. Und warum? Ist natürlich ein bisschen überdimensioniert wahrscheinlich für Architekten. Ich dachte auch, um Gottes Willen, vier Architekten. Und dann wollen die alle bestimmt auch was Kreatives machen, weil wir beide Künstler sind. Die denken sich dann, ach, mit denen kann man richtig Spaß haben. Und ich dachte immer, ich weiß genau, was ich will. Ich weiß genau, was ich will. Beispiel die so und nicht andere Badewannenposition. Manchmal gab es so richtig zähe Momente, wo wir so geschoben und gezogen haben. Aber ich glaube, jetzt sind wir beide ziemlich zufrieden damit auch. Und die vier Architekten halten durch, sagt Markus Meyer. Wie fast immer ist es schwierig, ein Bauherrenpaar unter einen Hut zu bringen. Insofern könnte man sagen, dass vier Architekten für ein Bauherrenpaar angemessen sind. Einen Monat später. Aus Johannesburg ist Claudia Schneiders Bruder zu Besuch. Sie testet die Aussicht, eher die Höhe der Einbauten. Und Norbert Prangenberg freut sich über sein Bad. Zurück nach Dachau. Ich habe mir gewünscht, dass von den Kinderzimmern in den Baum ein Steg rübergeht. Auf jeden Fall wollte ich mir kein Zimmer mit meinem Bruder teilen. So die Ausgangslage aus Sicht von Pauline und Jakob, den beiden Defner Feutländer Kindern. Für die Eltern war am Anfang nur die langgestreckte Hausform klar. Es folgte der Streit um die Abstandsflächen mit den Behörden. Und die Frage, was für ein Haus man eigentlich will. Es ist unglaublich schwierig, als Architekt sein eigenes Haus zu bauen.
weil man so viele Ideen hat. Das war im Übrigen auch so eine Prämisse, die wir uns gesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Haus bauen, was wir eben auch in 20, 30 Jahren immer noch gerne sehen und immer noch gerne drin leben. Däffner und Voigtländer entschieden sich am Ende für das, was sie kontrollierte Unvollkommenheit nennen, aus Prinzip. Vielleicht ist das Haus ja auch ein bisschen eine Reaktion auf die Erfahrungen, die wir bisher mit Bauherren gemacht haben. Ja, es gibt so eine Art, so eine Art Neuwagenmentalität, dass ein Haus heute so perfekt und geschniegelt sein muss wie ein Neuwagen. Und das hat uns so ein bisschen gelangweilt. Und deshalb haben wir das Haus eben wirklich auch in seinen Materialien und Oberflächen so konzipiert, dass es eine gewisse Rohheit hat. Rohheit, die minimiert und ästhetisch gestaltet in Szene gesetzt ist. Beispiel die Arbeitsplatten der Küche aus farbigem Zement. Die beiden Professoren suchten dafür lange nach einer Spezialfirma. Das Treffen des richtigen Farbtons ist knifflig, die Platte aber nach einem Tag aushärten robust und wirklich speziell. Was von vornherein bei uns ausgeschieden ist, waren diese polierten Natursteine, die dann so furchtbar edel aussehen. Und dadurch bin ich dann auf dieses Material gestoßen, das man eben jetzt wirklich nur in einer Dicke von 7 mm auftragen kann. Und zwar in Orange, überall im Haus sozusagen der rote Faden. Dorfen, 3 Monate später. Eigentlich sollte das böhmische Gewölbe im ehemaligen Kuhstall inzwischen ausgebaut sein zum Büro- und Allzweckraum. Doch auch bei Innenarchitekten laufen Baugeschichten nicht immer wie geplant. Wir haben uns einfach ein bisschen überschätzt von der Zeit her. Das Volumen, also diese ganzen Abbrucharbeiten, habe ich gedacht, dass es wesentlich schneller geht. Irgendwann geht die Lust aus und auch das Geld. Man sieht halt das jetzt so mit anderen Augen und kann das auch besser beurteilen oder einschätzen, die Leistung der Handwerker zum Beispiel. Ne? Der ehemalige Heuboden, nun eine gestylte Wohnlandschaft. Zugleich ein bisschen kühl und trotzdem gemütlich. Unbequemes Schauwohnen interessiert die beiden Innenarchitekten nicht. Sie legten stattdessen Wert auf ein paar ausgesuchte edle Dinge. Wie die zentral positionierte Designerküche. Oder wie das hinter den großen Südfenstern gelegene gemeinsame Bad. Ausgestattet ist es mit einer freistehenden Wanne, die einlädt, im Warmen wohlig zu planschen. Die Huschka- und Hoffmann-Version vom zeitgemäßen Wohnen in einem ehemaligen Stall. Die schönsten Momente, das ist zum Beispiel beim Aufwachen, kann man vom Bett aus direkt in die Berge reinschauen. Natürlich hier auf dem Podest mit dem Feuer, wenn wir da abends liegen, das ist einfach genial. Und für das Gewölbe unten ist später noch Zeit. Auch in Niederarnbach dauerte alles ein bisschen länger. Und so sieht die ehemalige Maschinenhalle nun aus. Der Einzug hat sich etwas verzögert, doch nun ist alles fertig und schön geworden. Der Block in der Mitte wie eine Raumskulptur. Links sein Bereich bis ganz nach hinten. Büro, Zeichenzimmer, Atelier. Rechts ihr Revier mit großem Bad. Auch hier ist die Rohheit Prinzip, offen und ehrlich. Vieles ist ruppig, nur weniges ganz glatt.
Also mir hat es Spaß gemacht. Ich würde direkt nochmal so ein Ding bauen. Würde ich wirklich machen. Also. Klar, man konnte nicht verreisen in der Zeit, das war klar, weil die Entscheidungen mussten ja immer, habe ich mir am Anfang auch nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, die Architekten bauen das denn, aber man wird also jede Woche 6-mal gefragt, guck mal, willst du das so haben oder sollen wir es so machen? Vor allem das Atelier bietet ausreichend Platz und Licht. Der Münchner Akademieprofessor ist rundum zufrieden. Und dann hat ja mein Sohn auch die Maurerarbeiten gemacht. Das war natürlich auch ganz schön für mich. Der kam dann ja hier runter für ein halbes Jahr. Und haben wir so zum ersten Mal auch was zusammen gemacht. So seit der Kindheit sozusagen. Nur denn mit anderen Rollen. Er hat den gebaut und ich habe zugesehen. Sohn Andreas Prangenberg war für den Umbau extra aus Köln nach Niederarnbach gekommen, zusammen mit 2 Kollegen, und erledigte den gesamten Trockenbau. Die Räume sind einfach schön, also ich fühle mich wohl, weil Raum ist ja wichtig für mich auch so. Also die Raumhöhe ist angenehm und frei, also es gibt ein freies Gefühl, ich habe ein freies Gefühl hier im Haus. Letzter Arbeitsbesuch von Jan Schabert und Martina Günther, den Architekten. 2 der 4. Der einzige Weg hinüber zu Claudia führt durch die Toilette. Die beiden Bauherren denken unkonventionell und pragmatisch. Was von gewissem Vorteil sein kann für experimentierfreudige Architekten. Ja, sehr. Also, muss man schon sagen. Na, überhaupt nicht. Das hat immer viel zu lange gedauert, diese Diskussionen und Hü und Hot und doch wieder nicht und so. Aber wenn das Ergebnis so ist, wie es jetzt geworden ist, ist das dann auch wieder okay. Unkonventionell ist zum Beispiel auch der Gästezimmereinbau. Freiheiten hat man viele. Also es war irgendwie ein großes Vertrauen auch da. Insgesamt 4 Meter Höhe waren hier für oben und unten zu vergeben. Wobei da die Freiheit, das war ein harter Kampf, bis das hier so, bis das drin war. Also. Ja, aber es war, ist möglich. Nur die Abstimmungsprobleme der Architekten blieben bis zuletzt. Das Honorar wurde gerecht durch 4 geteilt. Eine Wiederholung ist vorerst nicht geplant. Also sicher nur, wenn ich jetzt die Leute vorher besser kennen würde. Das sagt sie. Und er? Du machst es aber zu dritt. Du machst es zu dritt. Ich mach das nicht mit anderen Leuten zusammen mehr. Trotzdem werden die beiden noch oft in die einsame Gegend hier kommen. Baustellen verbinden durchaus, wenn sie erst einmal durchgestanden sind. Dachau. Mittagspause beim Büro Defner und Voigtländer. Die Anordnung von Haus und Baum hat einen intimen innerstädtischen Platz geschaffen. Innen im Großraumbüro der Architekten hingegen herrscht Loftatmosphäre. Hell und großzügig. Unterstützt von den in Serie platzierten Accessoires. Gut 1,5 Jahre hat es gedauert, bis das Dachauer Baumhaus fertig war. Länger als bei den anderen beiden Projekten. Die Kosten 700.000 Euro. Auch dies ist deutlich mehr. Alles hier ist gestaltet, minimiert und bewusst reduziert auf das Nötigste. Und es ist zugleich ehrlich, wie der den Raum prägende Beton, vor dem Geländer und Treppe wie Installationen wirken. Trotzdem, es ist ein Haus zum Leben, in das die kleineren Räume eingefügt sind wie Module. Modulartig sind auch die überall gleichen Regale, aus einfachen MDF-Platten, so wie die Badewannenverkleidung des Kinderbads.
Hinauf nach ganz oben ins Dachgeschoss führt nur die schmale Wendeltreppe. Zum Bereich der Eltern, der sich wie die übrigen Räume offen zum Platz mit dem Baum hin orientiert. Sichtschutz gibt es allein im Bad. Uns wurde im Nachhinein bestätigt von Bekannten, dass der Grundriss, den wir hier gemacht haben, eigentlich ein ganz tolles Beispiel für Feng Shui-Architektur ist, obwohl wir mit diesem Thema eigentlich bisher überhaupt uns nicht beschäftigt haben. Alle Aufenthaltsräume sind nach Osten orientiert. Das ist die aufgehende Sonne und dadurch ist dieses Haus wahnsinnig energiegeladen, wenn die Morgen das Morgenlicht ins Haus kommt und so fühlt man sich aber auch. Also man hat wirklich, wenn man in der Früh aufsteht, das Gefühl, man hat Energie und Power. Ganz vorn an der Stirnseite schließlich die Küche, die integriert ist in das, was Defner und Voigtländer ihre Wohnwerkstatt, ihr Basislager nennen. Es ist eine Art kombinierter Ess-, Wohn- und Spiel- sowie Party und Feier, außerdem Musik und Bastelraum. Fürs Leben. In all seinen Facetten. Der Kinder, der Freunde, der Familie. Der Boden, roher Estrich. Ausgehärtet, versiegelt und Fußboden beheizt. Die Rohbauer, die ihn fertigten, waren am Anfang reichlich verunsichert und fürchteten sofort Mängelklagen, als sie erfuhren, dass Dorothea Voigtländer und Konrad Defner vorhatten, den Estrich sichtbar zu lassen, so wie er ist. Entsprechend schwierig verliefen die Vertragsgestaltungen. Ähnlich verhielt es sich beim Beton. Die beiden Architekten halten Beton entgegen der Volksmeinung für einen nahezu genialen Baustoff, weil sich mit ihm alles machen lässt. Und weil er nicht planbar ist, sondern ein Eigenleben führt, so aus der Schalung kommt, wie er kommt. Das, finden sie, ist sein Charme und sein Reiz. Es soll ein offenes Haus sein, offen für Bekannte, offen auch für Fremde, die sich einfach für das Haus interessieren und mal reinschauen. Es waren erst vorgestern ein paar Fremde da, die durchs Haus einfach gegangen sind. Also wir haben sie auch durchs Haus gehen lassen. Und die Offenheit spiegelt sich ja auch an den großen Fenstern wider und an der Tatsache, dass man uns im Prinzip beim Wohnen zuschauen kann. Ja. Bauen im Bestand muss immer sensibel, darf aber sehr wohl auch mutig sein. Um zu sehen, wie sich die drei Beispiele bewähren, müsste man sie eigentlich Jahre später wieder besuchen. Und das haben wir getan.